herzlich willkommen hier am Tag 2 der Afterglow-Woche. Anhand des Thumbnails konntet ihr schon sehen, wie krass voll mein Einkauf gewesen ist. Und ich wollte hierzu erstmal ein paar Worte sagen. Auf der Glow gab es unnormal viel geschenkt. Wenn ihr wirklich höflich wart und wirklich einfach freundlich mit denen gesprochen habt, teilweise natürlich euch das Produkt erklärt habt, habt ihr natürlich sehr, sehr viele Sachen geschenkt bekommen. Ich muss sagen, ich habe meinen Kanal gar nicht so hoch gehalten. Niemand wusste, dass ich irgendwie einen YouTube-Kanal habe oder so. Ich bin da wirklich als ganz, ganz normale Konsumentin hingegangen, die Ali da auch. Und die ganzen anderen Mädels, die hatten ja praktisch, die mit uns waren gar keine Kanäle. Und das wollte ich nur mal als kleinen Disclaimer sagen. Ja, man bekommt sehr viel dort. Aber ihr bekommt alle sehr viel dort. Es lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Es hat nichts mit YouTuber ja oder nein zu tun, weil ich persönlich, ich habe euch schon mal gesagt, ich sehe mich jetzt eigentlich nicht so krass als YouTuber. Ich bin jemand, der wahnsinnig gern mit euch meine Sachen teilt, der sich halt für so einen Teil des Social-Media-Lebens entschieden hat, der gesagt hat, okay, ich lade halt meine Tutorials hoch, zeige euch, wie ich auch ungeschminkt aussehe oder so. Das kostet sehr viel Zeit und sehr viel Mut auch, diesen Schritt gehen zu wollen. Aber das wollte ich nur mal als kleinen Disclaimer vorlassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel lest, schaut, was YouTuber geschenkt bekommen oder so. Ganz ehrlich, gebt da nicht so viel drauf. Oft ist es auch so, dass man einfach bei Gewinnspielen mitgemacht hat, Sachen geschenkt bekommen hat. Und das ist natürlich nicht, dass jemand aufgrund meines Contents mir Sachen zugeschickt hat oder so. Sondern ich habe einfach mit den Leuten dort gesprochen. Ich glaube, ein oder zweimal wurde ich gefragt, ob ich einen Kanal habe. Ich sag so, ja, ich habe einen. Ich habe einen Baby-Channel. Und dann haben sie einem eine Kleinigkeit mitgegeben zum Review und auch zum Verlosen. Das war mal super, super nett. Und ich habe zum Beispiel auch mich gegen Meet and Greets entschieden, weil ich war mit meinen Ladies und meinen Girls dort. Ich hatte gar keine Lust, ehrlich gesagt, so viel Zeit zu verschwenden, mich mit YouTubern dort ablichten zu lassen. Weil ich hatte mit Kisu, mit der Luisa Crushin und Niki Tutorials habe ich gesehen. Und ich meine, man hat auch so YouTuber getroffen, sozusagen, irgendwo beim Laufen oder so. Und dann hat man halt höflich gefragt, man hat auch Videos bekommen. Also lasst euch davon nicht einschüchtern, das, was ich euch zeige. Ich werde euch ganz, ganz ehrlich sagen, was habe ich gekauft? Was habe ich in einer Tombola-Verlosung gewonnen? Was habe ich so geschenkt bekommen? Weil es ist nicht immer ganz richtig, dass junge YouTuber oder so sagen, ja, ich habe das alles geschenkt bekommen, weil ich YouTuber bin. Das wollte ich mal ganz, ganz deutlich sagen. Es ist nicht immer so, wie es rauskommt. Man bekommt natürlich Sachen geschenkt, aber das kriegt ihr alle. Also wenn ihr dort was kauft, bekommt ihr auch, ich habe zum Beispiel auch oft Sachen gekauft und habe noch 4 Sachen dazu gekriegt. Alida zum Beispiel, wir haben beim Nivea-Stand so ganz tolle Primer gekauft. Übrigens habe ich den hier auch drunter, der ist richtig toll. Nivea ist ja jetzt auch nicht ganz cruelty-free, aber ich weiß, dass diese Marke sehr alt eingesessen ist und auch wirklich tolle Produkte hat. Das muss man einfach dazu sagen, dass wenn ihr auch was gekauft habt, dass ihr auch zum Beispiel was geschenkt bekommen habt. Ich finde das ganz wichtig, das mal zu erwähnen, dass nicht jedes Mal, wenn man sagt, oh, guck mal, was Tolles ich geschenkt bekommen habe. Ich kann euch ungefähr 50 Produkte vom gestern zeigen, da habe ich keinen Cent für bezahlt, beziehungsweise habe ich schon bezahlt irgendwo. Aber das sind auch Geschenke sozusagen von den Glow-Mitarbeitern oder so an uns. Das sind Sponsorships, das sind Geschenke, die von Firmen also praktisch zur Verfügung gestellt werden, dass die Glow-Besucher halt dieses Produkt sehen. Und deswegen, das wollte ich auf jeden Fall im Vorweg euch mal gesagt haben. Wie gesagt, seid null neidisch, denn ich habe hier mehr wie 200 Euro ausgegeben. Das ist nicht geschenkt gewesen. Ich habe Sachen geschenkt bekommen, aber oft Sachen dazu, die ich gekauft habe. Das fand ich jetzt sehr, sehr wichtig zu sagen, weil ich möchte nicht, dass ihr ein schlechtes Gefühl dabei habt, wenn ihr zum Beispiel Videos in der Form seht. Oh, schaut mal, was ich geschenkt bekommen habe. Geschenkt ist auf dieser Welt gar nichts. Ja, gar nichts. Ihr müsst immer viel für eure Sachen arbeiten und ich finde das sehr wichtig, dass man das euch sagt. Da sind sehr viele junge Mädels da draußen, die sagen, oh Mann, ich wollte doch auch. Könnt ihr alles, ja. Ich habe hier Shampoo zum Beispiel zwar geschenkt bekommen, aber das kostet 55 Cent, ihr Süßen. Das könnt ihr auch im DM kaufen, wisst ihr? Also ihr Schätze, ich zeige euch jetzt mal, was für neue Schätze ich mit Alida und den anderen Girls ergattert habe. Beginnen wir mal nach dem Disclaimer jetzt mit einem absolut krassen Stand. Ich war bei Shebens. Shebens Masken kennt ihr ja alle. Und Shebens war unnormal großzügig. ich kann euch auch ganz ehrlich sagen, wie ich an diese ganzen Masken rangekommen bin. Also,
Eine geile Story, sag ich euch. Also, die Schwägerin von der Alida, die Mina, und meine beste Freundin, die Corinna, wir waren ja alle so zusammen. Und wir haben dann halt so, da gab es einen ganz tollen Stand. Ich sortiere jetzt gerade nebenher ein bisschen. Einen ganz tollen Stand. Und zwar war das, ihr habt so einen Frozen-Joghurt bekommen mit so Toppings. Da konntet ihr Smarties und so drauf machen, ja. Und das war unnormal witzig. Und zwar unter dem Stand von den Toppings lagen zwei ganz krass gefüllte Kisten. Und da hat sie uns gesagt, die Dame, die uns die Toppings auf unsere Frozen Joghurts drauf gemacht hat, ups, jetzt fällt mir alles runter, dass wir uns gerne bedienen sollen. Ich hole mal kurz die Maske, Moment. Dass wir uns doch gerne bedienen sollen. Ja, wir sind einmal hingegangen und da haben wir uns gedacht, hey, die guckt gar nicht. Und ich sag euch ehrlich, so wie es ist, ich habe die Tüte genommen, die Hände voll genommen und einfach reingegriffen und einfach wie ein Geier, wie wenn ich noch nie sowas gehabt habe. Einfach komplett, einfach knallhart alles rausgeholt. Ich habe jetzt hier, Leute, ich habe bestimmt, kein Joke, 50 Masken oder so insgesamt in meinen Tüten. Weil ich muss euch sagen, einem geschenkten Gau schaut man nicht ins Maul. Das ist einfach so. Und ich habe hier einen Riesenstoß von Feuchtigkeitsmasken von der Marke Shebens. Ihr zahlt für eine auch so 80 Cent und ich habe hier bestimmt 20 Feuchtigkeitsmasken. Dann habe ich ein paar Anti-Pickel-Masken, die ich immer ganz cool finde. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was die kosten, gell, müsst ihr bei Alida vorbeigucken, weil die wusste ganz genau, was welche Masken kosten. Und hat gesagt, oh Jenny, du musst die andere nehmen, die ist teurer. Also es war unnormal witzig. Also das haben wir jetzt von den Schemes-Mitarbeitern jetzt sozusagen nicht selber bekommen, sondern das haben wir uns sozusagen einfach genommen, weil da praktisch solche Kistchen waren und da konntet ihr einfach euch mitnehmen. Das war einfach so. Ihr habt da nichts bezahlt oder so. Ihr habt einfach mit denen gesprochen und da habe ich noch Schokomasken. Also wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt bleibt es liegen. Habe ich wirklich fett zugegriffen. Das hat aber, muss ich sagen, echt jeder dort gemacht. Und als ich gesehen habe, dass die Mitarbeiter da ja nicht so gucken, habe ich gedacht, das mache ich auch. Also, das war jetzt nur mal so ein Ding. Also, ihr seht, ich bin halt ganz ehrlich, also es war einfach unnormal witzig. Ihr kriegt dann auch so ein, wie nenne ich das, ein Geier-Syndrom, weil ihr einfach so krass in eurem, und da gibt's was umsonst. Und das ist einfach so, so lustig, dass ihr einfach dort was geschenkt bekommt oder so, ja, und ich meine, die Sachen lagen halt in einem Korb drinne und ihr konntet euch einfach rausnehmen, das wurde unendlich nachgefüllt, Leute, und deswegen greift zu und holt euch was. Dann habe ich noch von der Marke, die ich nicht aussprechen kann, Sugu Beauty, die habe ich gekauft und zwar waren da 5 Masken für 10 Euro, das ist eine koreanische Marke und ich weiß, dass die schon sehr teuer ist. Also ihr habt im Durchschnitt praktisch 2 Euro für eine Maske bezahlt und im DM kostet die, glaube ich, knapp das Doppelte. Also das sind diese Masken. Das ist einmal mit Egg, mit dem Eiweiß. Die Avocado-Maske habe ich schon ausgetestet, weil ich habe jetzt praktisch nur noch 4 davon. Sehr, sehr geil. Also gefällt mir unnormal gut. Die ist halt super pflegend und ich muss sagen, ich habe so geile Haut über die Tage bekommen, weil ich habe einfach auch sehr viele Produkte ausgetestet. Ich versuche euch auch später mal irgendwann mal ein Video hochzuladen, was ich halt wirklich geil davon fand. Dann habe ich hier nochmal mit Gurke. Und da habt ihr halt immer gesehen, ob das eine Face-Maske oder eine Lippenmaske oder eine Augenmaske ist. Wie gesagt, dafür habe ich selber bezahlt. Das waren 5 Masken für 10 Euro. Das hat sich am Anfang erstmal teuer angehört, aber dann habe ich mir halt auch gedacht. Ich meine, da waren ganz, ganz, ganz tolle Mitarbeiter. Ihr habt auch unnormal nette Leute dort kennengelernt. Die Mitarbeiter sind sehr, sehr bemüht gewesen, sage ich mal, euch die Produkte näher zu führen und so. Und es war echt toll. Und jetzt greife ich einfach mal rein in die Produkte, die ich praktisch so sowohl gekauft wie auch bekommen habe. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal. Also, ich habe beim Balea. Und das war auch toll. Das ist auch eine tolle Story. Und zwar, ich zeige euch mal. Ich habe hier Himbeer-Litschi zweimal. Und zweimal Kokos-Ananas. Ja, das habe ich so gekriegt. Und habe noch zweimal diese Balea-Handlotion. Und zwar, ganz lustige Story.
Da lief so eine Ananas rum mit einer Frau, die so eine Losbox hatte. Und da konntet ihr einfach was rausziehen. Und das, was ihr dann da gezogen habt, ihr konntet da, oh Gott, 10 Stück da holen. Und dann habt ihr praktisch diese Sachen einlösen können, praktisch im Balea-Stand. Und so bin ich an die Sachen rangekommen. Meine beste Freundin hat nach der Ananas Ausschau gehalten, ist hinterhergehechtet und kam mit so einem Stoß voll Losungs, Rubbellose runter. Ich sag, das war ganz lustig, weil wir wussten gar nicht, warum die Corinna jetzt losgelaufen ist. Und plötzlich war die weg und kam zurück. Ich hab Lose. Ich denk so, was hast du? Und die war sehr beobachtet. Also sie war sehr so, dass sie so richtig beobachtet hat, wo die Leute halt hinlaufen. Und auf jeden Fall haben wir dann im Balea-Stand diese Himbeer-Litschi, das hab ich auch nochmal, im dreimal habe ich das, weil das gab es ja noch einmal in der Glowbox. Das habe ich zweimal, ich habe euch jetzt praktisch jetzt mal vertretend eins mal rausgeholt. Das habe ich zweimal rausgezogen und zwei Handlotions. Und die werden auch in die Verlosungsbox reinkommen, die ich euch, ich denke, am Ende des Videos kurz zeigen werde und dann werde ich euch sagen, was ihr dafür tun sollt. Dann habe ich bei einer ganz, ganz, ganz netten Mitarbeiterin von dieser Firma, Nonik heißt sie, das, also nicht diese Mitarbeiterin, sondern die Marke, das ist Nonik, das ist praktisch auch eine vegane Firma, die praktisch vegan und cruelty-free arbeitet, das ist aus dem Kosmetik, also im Naturkosmetikbereich. Das ist eine Handfeuchtigkeitsmaske, ich habe aber auch noch andere Produkte gekauft. Und zwar gab es ein ganz, ganz tolles Angebot. Ihr habt zwei Produkte dieser Firma, die spottbillig, ich muss euch gleich erzählen. Die haben natürlich Messepreise. Diese Marke kommt aus Mannheim, also in der Nähe von mir praktisch, aber ist momentan halt nur online erhältlich. Also wenn ihr die Marke sehen wollt, Nonique heißt sie. Ich habe sie noch nicht ausgetestet, da werde ich aber definitiv auch nochmal ein extra Video, denke ich, dazu machen, weil ich das einfach wissen möchte, ja. Und ich werde definitiv diese Marke etwas supporten, weil die Frau war sehr, sehr nett. Sie hat sich unnormal Zeit gelassen. Ich fand es auch sehr interessant zu sehen. Auf der Glow war es halt oft so, dass sie sehr, sehr vorsichtig waren. Habe ich da irgendwo Mascara im Gesicht? Guckt mal das, oh, wie ich mich wieder vor die Kamera setze. Die Leute, die waren immer sehr, sehr vorsichtig, wenn sie halt Geld für Produkte wollten. Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Aber ich war selber an dem Stand und da war das halt wirklich so, dass sowohl junge wie auch ältere Leute hergekommen sind. Also älter heißt bis 40, 50, also Menschen, die auch echtes Geld verdienen, ja, tatsächlich arbeiten und gesagt haben, was gibt es denn hier umsonst? Und das muss ich euch sagen, Leute, ist echt sowas von unverschämt, weil die Leute verdienen ja auch ihr Geld, die bezahlen ja auch für den Stand und so. Und die machen schon so krasse Angebote, dass ich kann's nicht. Also ich kann so nicht sein. Ich bin mit dementsprechend Budget dorthin gegangen und ich wusste, dass ich dafür auch bezahlen werde. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel was verkaufen möchtet, ja, oder ihr T-Shirts produziert oder so, ja, dann ist das einfach so, dass ihr eine gewisse Selbstbeteiligung natürlich habt und ihr müsst natürlich auch ein bisschen Gewinn daraus machen, sonst macht ihr das ja auch gar nicht. Und da haben wir uns ein bisschen mit der Frau unterhalten und sie war dann auch irgendwie total happy, dass wir halt gesagt haben, ja, kein Problem. Wir haben wirklich wenig Geld dort bezahlt. Ich habe, glaube ich, insgesamt 13 Euro bezahlt. Und da gab es ein Angebot. Also wenn ihr zwei Produkte gekauft habt, kriegtet ihr immer eine Handcreme umsonst. Und ich habe einmal zwei Handcremes gekauft, habe dann eine nochmal dazu bekommen. Ich habe mich für die Avocado-Handcreme entschieden. Die ist super pflegend, Leute. Ich bin ja Intensivkrankenschwester beziehungsweise Intensivpflegerin in der häuslichen Beatmung und muss sagen, dass diese Creme so feuchtigkeitsspendend war. Ich meine, klar, Naturkosmetik riecht ja einfach so nach Weleda, nach Rose, aber die müssen natürlich Ingredients nehmen, die stark riechen, weil einfach Leute, die denken, das riecht nicht, das wirkt nicht, irgendwie ganz komisch, so doof manche auch sind. Und das ist eine ganz tolle Marke. Die hat auf der Messe nur 2 Euro gekostet, Leute. Ich habe davon 4 Stück geholt und ich habe mir auch noch das intensive Face Waschgel mitgenommen, auch vegan. Ich fand die Verpackung auch toll, die war sehr schön sleek und nicht so besonders auffällig oder so. Das ist praktisch ist auch eine Feuchtigkeitswaschgel, das werde ich mir definitiv in mein Bad legen. Die hat mich, glaube ich, gekostet, ich glaube, 4 oder 5 Euro dafür. Also bei solchen Preisen könnt ihr bei der Messe natürlich immer mega Gewinn rausziehen. Und dann habe ich noch einmal intensive Moisturizing Face Care Creme.
Ich habe halt sehr fettige Haut und das ist halt immer super, wenn ihr halt Moisturizing seid, ja. Und ich muss euch echt sagen, super geiles Produkt. Und ich habe hier eine 24 Stunden Gesichtspflege und die muss ich sagen, ist mega, mega gut. Wie gesagt, ich blende euch hier unten mal die E-Mail-Adresse ein. Da könnt ihr sehr gerne mal hingucken, weil die Frau war sehr nett und die konnte auch sehr viel erklären über das Produkt und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Dann gab es einen ganz tollen Stand und zwar Maui Moisturize. Das ist ja diese super bekannte neue arschteure Marke. Die wird in den in den UKs produziert und das ist so ein ja, so ein Shampoo mit verschiedenen Bedürfnissen für koloriertes, für trockenes, für strapaziertes Haar und so. Und das war auch richtig toll. Da durftet ihr ihn losziehen und da konntet ihr entweder 25% Rabatt, 50% oder Shampoo und Moisturizer praktisch umsonst. Ich habe 50% Rabatt gehabt, das heißt, und das war auch voll geil. Normal kostet ja das mit dem DM 8,95 € und ich habe, du hättest auch auf der Messe nur 6,50 € für das Produkt bezahlt. Das heißt, du hättest so oder so schon 3 € pro Packung sowieso laut des Herstellers praktisch aus dem DM, wenn ihr praktisch dort gekauft hättet, so oder so schon gespart. Ich habe praktisch 50%, das heißt, ich habe für eins 6,50 € bezahlt und habe das zweite dann umsonst bekommen. Ich habe mich aber allerdings nochmal angestellt, weil ich wollte nochmal eins. Und dann habe ich dann nochmal eins rausgezogen. Da gab es so einen riesen Bag. Und zwar war das die Sheer Butter, das ist für sehr strapaziertes Haar. Habe ich mir so eine Reisegröße rausgezogen. Und das ist natürlich auch geil. Ihr konntet halt überall irgendwie drehen und was machen. Und ah, das war total geil. Also wenn ihr wirklich Zeit und Lust habt, war das richtig geil. Dann habe ich euch ja gesagt, war ich ja beim Nivea-Stand. Und habe da einige, ich guck mal, ob ich alles habe. Da habe ich einige Produkte rausgezogen. Und zwar habe ich hier zweimal, habe ich das gekauft, den Glow Beauty Primer. Und zwar steht da 2 in 1 Tagespflege plus Make-up-Basis. Das seht ihr hier. Ich habe euch das eins aufgemacht. Das ist so eine, seht ihr das? So eine wabbelig-gelige Konsistenz. Und das ist wirklich mega toll. Also ihr habt praktisch einen Primer aus dem Topf. Eure Haut wird sehr weich. Allerdings, ihr seht ja, wenn ich ganz nah rankomme, ich habe ja schon krasse Poren, Alter. Boah. Und Mascara all over the lid. Ich habe wirklich menschlicherweise ganz, ganz krasse Poren. Und da muss ich sagen, ich kann da nichts für. Das ist einfach so, ja. Und ich habe jetzt diesen, also ihr seht den Tiegel, der ist ganz cool. Und das ist ganz, ganz toll. Wenn ihr das auftragt an so, ah, da. Wenn ihr das praktisch übers Gesicht gebt und abends ins Bett gebt, gibt es so einen echt tollen Glow. Also das ist ein Produkt, was ich glaube ich nutzen würde, um auch einfach mega wach und gesund auszusehen. Ich sage ja, ich habe nicht so viel von Nivea, weil ihr wisst ja, ich kaufe ja meistens bei Body Shop und so, aber da hat sich's einfach mal angeboten, weil es super günstig war. Ich glaube, das hat 2,25 €, das hat nur 2 €, das ist ein Augen-Make-up-Entferner. Das heißt, Happy Shake, das ist ein Augen-Make-up-Entferner, entfernt sowohl auch festes Make-up, ist auch auf so einer Ölbasis und das ist auch, ups, das ist auch mit diesem Glow-Effekt sozusagen und da könntet ihr praktisch einfach auch, ich mag, mittlerweile möchte ich halt auch ein bisschen glowy aussehen, weil ich finde halt nur krass matt auszusehen, einfach ganz krass. Zum Beispiel jetzt hier, ich habe mir einfach einen Highlighter gepackt, Leute, kein Witz, einen Illuminator aus dieser Palette, das habe ich ja jetzt euch schon mal, glaube ich, in einem Video gezeigt, aus dieser Love-Palette nehme ich mir immer diesen ersten, den Illuminator, den hier. Und gebe den einfach über mein ganzes Gesicht, dass ich einfach, wenn ich ein sehr natürliches Make-up trage, dass ich einfach so eine echt glowige und gesunde Haut bekomme. Und auf jeden Fall das da habe ich auf jeden Fall jetzt schon 2 Tage getestet und das ist gar nicht schlecht. Also mir gefällt das. Das muss ich noch testen. Das ist das Glow Magic Mousse von Nivea. Ein Reinigungsschaum reinigt gründlich und spendet Feuchtigkeit, was auch bei dieser fettigen Haut sehr, sehr wichtig ist. Die Sachen habe ich allerdings alle gekauft und die haben auch zum Beispiel Sachen dazugegeben. Alida zum Beispiel hatte dann plötzlich einen davon mehr und irgendwie noch eine Tasche oder so. Also die waren sehr, sehr bemüht, auch wirklich was zu schenken sozusagen. Dann, selbstverständlich, war ich bei NYX Cosmetics. Bei NYX Cosmetics gab es auf der Glow 10% Rabatt. Was ich allerdings sagen muss, was viel zu wenig ist, weil die Sachen einfach mittlerweile arschteuer sind. Entschuldigung. Es ist so, und ich habe dort nur ein paar Produkte gekauft. Und zwar einmal die Worth the Hype Mascara.
Sieht man das? Ah. Die Worth the Hype Mascara, ich habe die auch schon getestet. Sie ist definitely not worth the hype, weil sie hat eine, viel, ich finde, viel zu fette Bürste. Also das ist die Bürste, ja. Die ist etwas fett, ja. Und ihr könnt halt ganz schlecht, also ich habe ja, ihr seht mal, ich habe jetzt ganz normal meine False Lashes Mascara von Essence genommen, weil die funktioniert bei mir am besten. Und diese Bürste ist einfach zu fett. Das hat 9 Euro gekostet, ja. Tudo bem, do? Dann habe ich mir noch ein NYX, ich mach mal die, wenn ich das abkrieg. Ich hasse diese Verpackungen von NYX, das ist immer so krass eingepackt. Moment. So. Oh. Also bei NYX Cosmetics, ich fand, also da konnte man sich ja schminken lassen. Am Sonntag war Marvin Millificent da und Aussie Glossy. Auch nicht so mein Fall. Also ich habe einfach eher so die amerikanische Tendenz. Also ich schaue nur ganz wenig YouTuber in Deutschland, weil ich mag halt nicht jeden Content. Und das ist halt der NYX Metallic Lip Cream. Ihr kennt ja die Lip Creams bestimmt. So die. Und die gibt es jetzt in einer metallischen Formulierung. Und da fand ich die Farbe echt hübsch. Ist halt so eine Art Mousse, ja. Ein metallisches Mousse. Das war so das einzige Lippenprodukt, was ich da mitgenommen habe, weil der Rest hat mir halt nicht so gut gefallen. Es war halt auch, wie gesagt, super teuer. Also ich wollte mir die It's My Moji Paletten mitnehmen. Hey Leute, da hat eine 20 Euro gekostet. Ich zeige euch mal hier, welche Paletten ich meine. Die It's My Moji Paletten sind wirklich schön. Aber Leute, 20 Euro. Hello. Also das war mir zu viel Geld. Also auch mit 10% habt ihr dann praktisch noch 18 bezahlt. Nee, also das muss ich euch sagen, das kann ich. Ich versuche gerade das Glitzer hier rauszuholen. Ich habe jetzt ein Pigment noch mitgenommen. Das ist, ich glaube, das ist ein Glitter-Pigment. Und zwar in einer tollen Farbe, die ich euch irgendwann zeige, wenn ich mal diese Folie mal weg habe. Und zwar, genau. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt das. Ich hoffe, der zoomt gleich. Das ist so ein Schwarz. Richtig geil. Ah, jetzt, guck mal. Das ist ein Schwarz. Könnt ihr das sehen? Das ist so ein ganz tolles Schwarz. Ah, da ist es. Das ist ein schwarzes Pigment mit so Chamäleon-Sachen drin. Und ich fand das total geil, dass es mal schwarzes Pigment gibt, weil das hat man ja doch eher selten. Also bei NYX, wie gesagt, gab es 10%. Das war jetzt lala billig oder so. Also, weiß ich nicht. Ach so, dann habe ich hier noch zwei Lippenpflegeprodukte. Die habe ich auch von dieser laufenden Ananas mir rausgeholt. Beziehungsweise die Corinna hat dem hinterher gehechtet. Das war so witzig. Ihr hättet das sehen sollen. Die stand da wie Detektiv Conan. Das war richtig geil. Dann habe ich bei einer ganz tollen Marke, die habe ich mir jetzt schon öfters angeguckt. Und zwar kommt die jetzt zum DM Ende des Monats. Und zwar das Egg Mousse Pack. Die Frau hat mir das erklärt. Viele denken ja, dass da Eier drin sind. Nein, da ist ein Eierersatzpulver drin. Sowas wie ein Eiweißpulver praktisch in dem Produkt. Und das hilft dann eurer Haut, sich Feuchtigkeit zu spenden. Und das habe ich jetzt auch schon getestet. Das ist ein ganz tolles Facial Pack Mask Visage. Das heißt einfach, das ist praktisch so ein Schaum. Ja, also ihr drückt den Schaum praktisch, ihr seht das ja. Ganz wenig, also das reicht fürs ganze Gesicht. Und dann tragt ihr das praktisch einfach auf euer Gesicht auf. Das müsst ihr auch nicht abwaschen. Und das riecht, Leute, wow, wow, wow. Billig ist das allerdings nicht. Und das habe ich auch mit meinem Geld bezahlt. Dieses Spray hat mich 12 Euro gekostet. Das kostet aber normalerweise 22. Ich muss aber sagen, ich werde das jetzt testen. Ich dachte gerade, meine Katze sitzt am Fenster. Ich werde das jetzt mal testen und ansonsten jetzt irgendwann wird ja die Glow ja wieder sein, würde ich mir, wenn die wieder kommen, nochmal Backups kaufen, weil ich bin ja meistens über The Body Shop ziemlich schon total abgedeckt mit Sachen, die ich brauche für meinen Alltag. Aber das da habe ich bekommen und da habe ich 12 Euro bezahlt und dann habe ich noch ganz tolle Sachen bekommen. Und zum Beispiel zwei Moisturizing-Masken. Die sind auch sehr teuer, Leute. Also das ist jetzt keine billige Marke, kann ich euch gleich sagen. Aber ich wollte die testen, weil ich wusste, dass die bei Douglas oder so, habe ich die schon mal gesehen. Dann habe ich die All-in-One Egg Yellow Cream. Das ist auch ein Moisturizer. Das ist praktisch das da in groß. Moisturizer finde ich halt
Die riechen halt sehr gut, die Sachen. Und das ist ein Essential Fluid. Das ist ein Moisturize Balance Toner. Das ist praktisch so ein Teil, das gebt ihr auf so ein Wattepad und dann tragt ihr das einfach auf eure Haut ab. Da könnt ihr zum Beispiel eure Haut ein bisschen entfetten und so. Das ist auch richtig geil. Schaut mal, das Egg Essential. Ich finde die Verpackung auch sehr innovativ und schön. Also da kann man jetzt auch echt nicht meckern. Das habe ich auch selber gekauft. Jetzt zeige ich euch etwas, was ich geschenkt bekommen habe. Und zwar Le Petit Marcellier oder sowas. Auf jeden Fall was Französisches, was ich nicht aussprechen kann. Also diese Body Lotion oder Body, was heißt das? Duschcreme. Sie können kaufen Ende von diesem Monat in der DM für 2,95 €. Riecht es sehr gut nach Orange. Orange, Orange. Und das ist Natur pur, Leute. Also sie hatten eine ganz tolle Aussage. Das habe ich geschenkt bekommen. Und zwar, weil ich eine ganz nette war und mir tatsächlich angehört habe, was sie mir zu sagen habt. Das ist auch sehr toll. Hört einfach an, was sie euch über das Produkt zu sagen haben. Die werden euch auch so Sachen mitgeben, ja. Das kostet, glaube ich, 2,95 €. Wird am Ende des Monats bei DM einziehen. In einer kleinen Range. Und das ist halt, ich habe Orangenblüte mir geholt. Total geil. Also, das ist eine ganz schlichte Verpackung. Aber es riecht einfach so natürlich. Und ich liebe Orangenblüte. Da gab es auch noch eine geile Sorte Vanille. Und Latte, also Milch. Und dieses Milch roch einfach so unnormal sauber. Einfach geil. Dann habe ich noch vom Balea-Stand, haben wir so Händedesinfektionsmittel bekommen, weil das ist immer geil, wenn ihr in irgendwelchen Massenansammlungen seid, dass ihr Händedesinfektionsmittel dabei habt. Ich habe die immer in meinem Auto zum Beispiel. Das ist sehr wichtig. Dann haben wir beim Kongstar-Stand, haben wir klar, also so einen Beutel bekommen. Wo ist er? Einen Beutel bekommen, also das war total im Trend, so wie diese Goodie-Bag, ja. Und da waren dann kleine Smarties noch drin. Werde ich jetzt auch mit dem Backen, glaube ich, verwenden. Beim Alverde-Stand haben wir ein Feuchtigkeitskapselfluid bekommen, das werde ich mal irgendwann testen. Dann bei Dr. Bronners habe ich aus einem Rad oder sowas eine Seife gewonnen, die ich allerdings genauso wie die da, die habe ich jetzt auch mal geschenkt bekommen, eine Pflanzenseife. Diese benutze ich, diese Naturseife benutze ich immer, um meine Pinsel zu reinigen. Ist dann echt Hammer-Tipp für euch. Dann habe ich bei Garnier, da gab es ja super Angebote und ich sage euch ehrlich, kauft euch das Zeug auf der Messe. Ich meine, klar, ihr schleppt euch halb tot, aber da gibt es ja die Garderoben. Ich habe mir ein neues Micellenwasser mitgenommen und zwar das Micellenreinigungswasser All in One. Ich lese vor. Speziell für empfindliche Haut und Augen. Das ist im Prinzip dasselbe wie. Wo ist es? Genau. Dasselbe wie das Micellenwasser, nur dass diese blaue Version jetzt ab Ende des Monats im DM kommt für 3,75 €. Soweit ich das von dieser Dame verstanden habe, genau. Und das ist praktisch nochmal so ein bisschen, ja, sanftere Formulierung praktisch. Ich finde das halt sehr, sehr geil. Also das Zeug benutze ich wirklich. Ich habe ja von Garnier nicht allzu viel. Ich benutze ja diese super tolle BB-Cream. Also die benutze ich, die steht hier auch auf meinem Tisch. Die benutze ich zum Beispiel nach der Arbeit, wenn ich Nachtschicht habe, damit ich nicht gar so total schaden aussehe. Und die Skin Active, das Micellenwasser, ist sehr, sehr, sehr gut. Und das gefällt mir auch sehr gut, weil einfach, ich habe das auch schon bei Alida getestet. Sie hat mich jetzt ihrs testen lassen. Es riecht sehr angenehm. Ist eigentlich fast dasselbe wie das, was ich jetzt schon kannte. Aber das ist einfach nicht so ganz so fettig. Und vor allen Dingen könnt ihr damit ganz langsam euer Make-up abtragen. Ich hatte hier einen violetten Cut-Crease. Und habe dann praktisch wirklich meine Pads einfach draufgelassen und dann habe ich es einfach nur abrubbeln können und dann war es auch schon weg. Und jetzt, Leute, zeige ich euch meine BH Cosmetics, ich nenne das mal so zentraler, zerebraler Vollausfall. Also, Alida und ich haben eigentlich von vornherein gesagt, wir wollen so BH Cosmetics. Und ich liebe BH Cosmetics, ihr wisst, ich habe unnormal viel von diesen Paletten. Ich habe eine ganze Schublade dedicated für BH Cosmetics. Ich habe jetzt hier auf meinem Tisch zum Beispiel, zufällig jetzt sehe ich jetzt gerade die Spotlight-Palette zum Beispiel, die gab es dort auch. Und wir switchen jetzt rum und ich erzähle euch dann auch, wie die Angebote da waren und so weiter. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu BH Cosmetics. Also bei BH Cosmetics, da kann ich euch einfach so erzählen, der Stand ist sehr schlicht aufgebaut. Das ist einfach so ein
U-förmiger Tisch, da könnt ihr euch anstellen, links und rechts von weglaufen. Das heißt, auf der Seite oder auf der Seite war dann scheißegal, wo ihr lang gelaufen seid. Und ich hatte halt so, ich habe ja, ups, ich habe ja auch oft auf die BH Cosmetics Seite in Amerika geguckt. Und dort ist halt so, ihr habt halt zum Beispiel die It's My Ray Ray Palette, die kam bei hier ewig schon nicht mehr in den Restock. Das ist auch eine YouTuberin und Shanix O gab es ja diese neue Palette, The Remix. Da gab es halt statt dieser eine Lippenstiftseite, gab es halt komplett einfach mal nur so eine komplette Seite mit Eyeshadows. Und ich wollte die aufs Verrecken haben, Leute. Und irgendwie habe ich gedacht, mein Gott, die ist immer noch nicht da. Hatte mich aber erinnert, dass letztes Jahr es bei der Kylie Bible Deluxe Palette ähnlich war, dass diese Deluxe Palette praktisch dort so ge schon gegeben hat, bevor es in den Online-Store gekommen ist. Und das war meine große Hoffnung und ich wurde nicht enttäuscht. Das ist mein Eskalationshaufen und ich zeige euch hier sehr, sehr gerne, was ich gekauft habe. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Shanix O. Und Shanix O war letztes Jahr bei BH Cosmetics auch am Stand in Berlin. Leider, leider Gottes habe ich sie nicht treffen können, weil ich war in Berlin, war es mir einfach zu weit. Dieses Jahr habe ich dafür Niki Tutorials von weitem halt fotografieren können. Eine sehr, sehr schöne Frau. Etwas gebotoxt, weil da hat sich gar nichts bewegt in dem Gesicht. Wenn die gelacht hat, war das alles irgendwie total. Die war unnormal hübsch, aber ja, also weiß nicht, wie soll man das sagen? Sie ist halt so weit weg gewesen und irgendwie sah sie trotzdem faltenfrei aus. Sie sah aus wie gebügelt, total geil. Und jetzt habe ich auf jeden Fall mir die Shanix O Remix Palette. Und zwar, wie ihr seht, das ja, sind zweiseitig. Diese Seite ist dieselbe Seite, die ihr bekommen habt, praktisch in der Palette, die es praktisch mit den Lippenstiften gab. Und die Shanix O Palette sieht wieder so aus. Die ist richtig, also ich mag diese Sheets nicht. Die kommen bei mir auch raus. Die kommen jetzt raus. Und die andere Seite auch raus. Und zwar habe ich jetzt auf dieser Seite sind die Farben drin, die ihr ja schon kanntet, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Namen schon vorher drauf standen, aber sie stehen halt jetzt drauf. Clarity, Holy Grail, Glow Baby, Beach Babe und welche ich geil finde, Avocado. Und zwar, sie liebt ja Avocados total. Also ich gucke ja sowohl ihre Vlogs wie auch ihren normalen Channel. Und ich würde gern mal den Avocados watchen. Der ist richtig toll. Schaut mal. Das ist so ein ganz. Ich sage immer, die Alida, die sagt immer, da gibt es ein Nyx-Pigment, was genauso aussieht. Und das ist echt mega, mega schön. Also, das ist so ein duochromisches Teil, wo ihr praktisch so ganz verschiedene Farbeinschläge habt. Und dann habt ihr jetzt praktisch noch die andere Seite. Die andere Seite ist sehr, sehr viel. Also, sie riechen sehr gut. Und die andere Seite ist sehr viel farbiger. Ihr habt hier dieses krasse Pink. Gerne swatchen. Wow, schaut mal. Das Pink ist sehr schön, welches ich auch sehr toll finde, ist die Farbe Lover. Das ist so ein ganz tolles Lavendel. Und dann gehe ich noch in die Farbe Stalker. Auch sehr, sehr schön. Schaut ihr. Das sind die Swatches. Shanix O schminkt sich ja selber sehr viel mit ihrer Palette. Sie hat auch schon einige Tutorials hochgeladen. Daher wusste ich, dass ich die unbedingt haben muss. Das Problem ist einfach, das dauerte hier einfach so lange, bis sie gekommen ist. Also mich nervt sowas ja schon total. Also das ist eine wunderschöne Palette, die ist so vom Außen her sehr viel. Also die Seite mit den unauffälligeren Farben ist außen etwas pinker und die andere, die auffälligere Farben hat, ist außen etwas heller. Wie gesagt, das ist dieses, wie nennt man denn das? Flip. So. Sie ist magnetisch und im Prinzip, wenn ihr halt echt nicht so auf so Papageienlook steht wie bei mir, könnt ihr die einfach kaufen und ihr seid gut. Ihr braucht nicht noch mehr davon, ja. Dann habe ich habe jetzt bei BH Cosmetics ganz viel auf der Seite geschaut und ich habe gesehen, dass die diese neuen Glam Reflection Paletten haben und die finde ich ja unnormal schön. Und zwar zeige ich jetzt euch mal diese Paletten, die ich davon habe. Und zwar ist es einmal die Glam Reflection L'Amour. Und das ist einfach eine so schöne Palette, Leute. Hallo, können wir mal darüber sprechen, wie Hammer die aussieht? Das ist so eine richtig tolle Spiegelform. Das ist auch recht fest. Also es ist jetzt nicht so schlappriges Zeug. Dann mache ich mal das Ding weg. Ihr habt einen monströsen Spiegel, Leute. Seht ihr das? Ihr könnt auch wirklich die euch komplett so hinstellen und euch da drin schminken, weil der Spiegel ist total toll. Also wie ihr seht. Hallo. Auf jeden Fall, der ist riesig, wie ihr seht.
Und ich halte euch mal den Spiegel jetzt runter. Und das ist das Farbspektrum. Ich werde mal ein paar davon swatchen. Und zwar, leider Gottes, das finde ich ein bisschen schlecht. Da gibt es keine Namen. Aber wenn ich Tutorials, ich werde auf jeden Fall zu jeder dieser Paletten, die ich gekauft habe, euch auch mal, ich hätte voll Bock auf so eine BH Cosmetics Woche, wo ich euch jeden Tag mit Swatches und so ein Video hochlade, wo ich praktisch euch die Paletten mal vorstelle, weil die kommen jetzt alle in BH Cosmetics oder sind schon da. Und zwar werde ich mal hier diesen Ton swatchen. Das ist so ein Grün-Oliv mit Gold, ja, das seht ihr ja. Dann gehe ich mal den mittleren Goldton, also die sind ganz, ganz weich. Und dann gehe ich noch an diesen rötlichen Ton hier oben. Also, das sind die Swatches, die noch am Finger kleben, Leute. Und das sind die Swatches auf der Hand. Also sehr, sehr schön. Ich denke, da lassen sich tolle Looks mit zaubern. Dieses Oliv da finde ich auch total geil. Gehe ich auch mal rein. Oh, schaut mal. Oh mein Gott. Sind etwas pudrig. Aber ich denke, wenn ihr ein bisschen eure Brush anfeuchtet, wird das auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Also die ist jetzt eine Palette, die habe ich schon noch beim Vorbeigehen gesehen und die fand ich richtig schön. Da ist auch ein tolles Schwarz dabei. Leute, schwarzes Schwarz bei BH Cosmetics. Ich hasse nichts mehr, wie wenn ich sage, ich möchte ein Schwarz und ich kriege aber keins und es wird ein dunkles Grau. Wie gesagt, Palette, wunder, wunderschön. Kann man wirklich toll auch reisen mit. Dann habe ich hier die Glam Reflection Smoke Palette. Das ist praktisch die silberne Version davon sozusagen. Die Verpackung und schmeiße ich auch alles weg, weil ich habe jetzt echt nicht so viel Platz hier. Auch in praktisch einem, ich halte es euch nach unten, in einem silbernen Optik. Hier seht ihr mal Katastrophentisch, ja. Das ist auch wieder in so einer Optik. Und das war jetzt mal eine Palette, die mich unnormal interessiert hat, weil das sind halt einfach mal absolut geil kalte Töne drin. Da sind halt auch einfach mal das Blau, dieses Blau. Ich werde jetzt mal diese Reihe swatchen und das Blau da oben. Und zwar. Die sind pudrig, Leute. Die würde ich mit einem nassen Dings auftragen. Ich zeige euch dann auch gleich die Swatches auf den Fingern, weil das ist dann immer auch ganz cool, das zu sehen. Und dann irgendwie noch das Blau, hätte ich Bock. So, das sind die Swatches auf den Fingern. Und das sind sie auf meiner Hand sozusagen. Oh, ist das blöd zu zeigen. Ah! So, da könnt ihr sie sehen. Also hier, ich versuche es euch mal ganz nah ranzuhalten. Ich stehe mal auf. Hier seht ihr die Swatches. Und seht ihr, wie pudrig die sind, wenn ihr ganz genau hinguckt. Die sind halt schon etwas pudrig. Aber die Swatches auf der Hand sind ganz toll. Ich habe von BH Cosmetics eigentlich ganz, ganz viele Paletten, die ich sehr, sehr gut finde. Preis-Leistung ist super. Also da hat, um es so vom Preis mal runterzubrechen, ja, die Shanix O hat, soweit ich, glaube ich, mich noch erinnern kann, ich glaube 17 Euro gekostet. Und da hat mich eine von gekostet 14. Und das ist auch ein ganz, ganz tolles Geschenk, muss ich sagen. Total geil. Und das ist die, die ich bei Instagram ganz neu gesehen hatte. Und da habe ich auch die große Hoffnung gehabt, dass sie schon da ist. Und das ist die Glam Reflection Gilded Palette. Die ist Gold, wenn ihr das seht. Das ist jetzt nicht Silber, sondern Gold. Und das ist halt ein Farbschema. Leute, das schreit nach mir. Schaut mal. Das ist halt absolut geil. Und vor allen Dingen, ich swatche Gold. Dann nehme ich mal so einen matten Senfton. Den fand ich richtig toll. Dann gehe ich nochmal hier rein und in dieses Peach. Ja, schaut mal. Das ist jetzt so ein Farbding. Das finde ich sehr geil. Und das in der Kombi. Das ist so die Palette, die mich am meisten angesprochen hat. Kann auch noch mal in dieses. Ah, das Rosa ist total geil. Leute, das könnt ihr gar nicht sehen. Das Rosa ist ein Gold mit einem Shift. Ich versuche das euch noch mal besser aufzutragen irgendwo. Könnt ihr das sehen? Das ist ein. Ah, doch, jetzt sieht man es. Das ist ein goldener Lidschatten mit einem Shift drauf. Also, das muss ich sagen, habe ich in meinen anderen 1000 Paletten gar nicht. Und die Palette hat mich so angesprochen. Alida war auch schockverliebt, als ich ihr gezeigt habe, dass sie da ist. Ich habe sogar am Tag vorher ihr die extra nochmal gezeigt, weil ich gesagt habe, dass ich diese auf jeden Fall haben will. Und dadurch, dass sie halt bei BH Cosmetics ja eigentlich keine Palette hatte, außer diese, die ich ihr mal geschenkt hatte, das ist diese Marmorpalette und zwar.
die Marble Collection Warmstone. Das ist auch eine Palette, die ich sehr, sehr oft benutze und total schön finde. Die ist halt so schön basic und nicht so viel Tamtam. Und dann komme ich jetzt mal näher. Ich habe bei der lieben Sam diese Palette gesehen, ja, und die hat sich damit auch schon mal geschminkt. Und zwar ist es die Zodiac-Palette, also eine Sternzeichen-Palette sozusagen. Und die ist, ach, die ist aber riesig. Die ist so groß wie mein Schädel, wenn ihr genau seht. Und ich habe einen großen Schädel. Und zwar, jetzt mache ich den Sheet weg. Das ist diese Palette, die so angeordnet ist, ja. Da werde ich auch einen kompletten Look zu schminken. Und da, also ich mache da jetzt, ich zeige euch die auf den Fingern, ja. Aquarius, Sagittarius, Gemini und Leo. Hallo. Und dann swatche ich euch nochmal einen matten. Und die fand ich fast noch krasser. Also die matten Töne, Leute, von dieser Palette. Warte. So. 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 Die matten Töne lassen sich unnormal swatchen und auch so, ich habe gestern, wo ich losgefahren bin, damit ein bisschen gespielt und mal geguckt, total schöne Töne, die ihr wirklich mega geil aufbauen könnt. Und ich finde die Farben einfach geil. Das sind gebackene Lidschatten. Also gebackene Lidschatten sind jetzt auch nicht immer so meine Präferenz, ja. Manchmal hat man das Problem, dass ihr halt unnormal viel Produkt aus diesen Fännchen rauskratzen müsst, bevor ihr überhaupt da rankommt. In der Mitte ist auch ein Highlighter. Da kann ich euch gleich sagen, den werde ich wahrscheinlich tonnenweise als Inner Corner Highlight nutzen. Ich glaube, das probiere ich mal. Ich habe jetzt zwar gar nichts drauf. Ja, Mann, schaut mal. Ich werde den einfach knallhart als Inner Corner Highlight nutzen. Also, da könnt ihr halt sehen. Also im Prinzip, für mich als Highlighter-Ton ist es halt nichts, weil er ist viel zu weiß. Also er müsste halt ein bisschen goldstichiger sein, damit ich ihn benutzen kann. Ihr könnt aber zum Beispiel an den High Points eurer Cheeks praktisch die auftragen. Eine wunderschöne Palette. Also ich fand die Zodiac-Palette schon damals geil. Die hat 23,99 gekostet. Die hat eigentlich fast genauso viel gekostet wie eigentlich im Internet. Gerade bei BH Cosmetics, da war ja diese Woche, oder ich weiß gar nicht, ob das noch läuft. Schaut mal. Gibt es eine 25% Aktion, die war halt auch super, ja. Also, und dann habe ich mir aus der Studio Pro Reihe von BH Cosmetics eine sehr farbige Artistry Palette gekauft. Und zwar, ich habe jetzt in Amerika sehr oft gesehen, dass sie diese BH Cosmetics Paletten super gehypt haben, ja. Und hier ist halt das Cheat mit den Namen. Den werde ich wahrscheinlich wieder reinkleben, das werde ich wie immer machen. Und das ist eine riesige Palette, Leute. Ja, so ein bisschen im Morphe-Style, ja. Und ich swatche euch mal nur ein paar, weil das ist echt eine geballte Power an Zeug, was hier ist, ja. Die sind fast weicher wie die aus den Glam Reflection Paletten. Auch ein paar matte werde ich euch natürlich swatchen. Das grüne Duo, boah, das ist geil. Und das Schwarz. Das sind so Farben, die ich jetzt rausgesucht habe. Das ist so ein ganz, ganz toller türkisener Ton. So ein bläulich, ja, ich versuche die euch mal auf meiner Hand zu swatchen, neben diesen Zodiac-Sachen. Also, das sind halt auch Paletten, wo ich sagen muss, das muss Geschmack, also die Schwägerin von der Alida, die liebe Mina, die hat sich diese Palette in einem komplett braunen, goldenen Schema gekauft. Sehr geil, aber nichts für mich. Und ich fand die sehr, sehr schön. Die hat gekostet 15 Euro, Leute. Das war geschenkt, sage ich euch. Da werde ich auf jeden Fall euch einen super schönen Look mit schminken können. Ist halt toll, da oben ist halt so eine Farbe, die könnt ihr in eure Braue benutzen, hier unten zum Setten. Und dann könnt ihr halt absolut, hier sind Transition Shades, da oben sind Matte und dazwischen sehr viele Shimmer Shades. Ist sehr fest und kann man auch gut zumachen. Und oh, fertig, wir sind fertig. Also ich habe euch ja ganz ehrlich gesagt, was habe ich gekauft? Und wie gesagt, bei BH Cosmetics habe ich alles gekauft. Da habe ich jetzt bezahlt 97 Euro für alle Paletten. Ich habe sechs Paletten gekauft. Zwei halt ganz fette, muss ich euch echt sagen. Also zwei wirklich richtig große Paletten. Diese Zodiac und diese Artistry Palette, ja.
Und die sind halt schon richtig groß, Leute. Und da habe ich dann halt dementsprechend halt alleine für die schon 40 € bezahlt. Dann habe ich mir diese drei Glam Reflections. Da werde ich euch auch eine Review zugeben. Also zu jeder einzelnen wird es einen einzelnen Look geben, den ich euch live zeige, praktisch schminke. Und aus Fangirl-Gründen habe ich mir diese XO-Palette. Ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall super benutzen werde. Und abschließend zur Glow kann ich sagen, wenn ihr nett, freundlich und einfach wahnsinnig höflich seid, bekommt ihr wirklich so viel Rabatt, so viel geschenkt und das ist einfach so, so wichtig. Aber das ist auch im Allgemeinen, am Alltag so. Ich habe natürlich auch viel Geld ausgegeben, das ist ganz normal, weil wie gesagt, die Firmen verkaufen ja auch sozusagen. Bei der nächsten Glow muss ich sagen, ich würde, glaube ich, ein bisschen sorgfältiger auf meinem Time-Management sein, weil ich einfach, zum Beispiel, da waren oft YouTuber, die waren schon da. Die waren schon da praktisch an den Ständen und ja, dann habe ich sie kurz verpasst. Zum Beispiel die Kati, glaube ich, heißt sie, von dem Kanal Beauty to Go zum Beispiel. Hätte ich kotzen können. Ich habe sie leider nicht mehr antreffen können. Und da ging es gerade so weiter. Kiso hätte man noch ein schöneres Bild machen können. Die war bei diesem Eyespray, bei diesem Eggmousse-Stand. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber ansonsten wirklich, ihr könnt so tolle Produkte, so tolle Rabatte. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, bei Love Cosmetics. Da habe ich ja. Moment, da ist auch noch eine Palette. Wo ist die? Ja, stimmt. Die habe ich euch auch unterschlagen. Schaut mal. Ich habe ja schon die Rose Gold Attraction und ich habe mir jetzt die Gold Attraction gekauft, weil ich einfach diese Palette sowas von geil finde. Weil dieser Illuminator, ich habe immer Angst, dass es mir ausgeht. Also bei Love Cosmetics gab es 20%. Bei NYX gab es 10%, wenn ihr auf das, also auf das gesamte Sortiment. Bei BH Cosmetics gab es allgemein reduzierte Preise, also ihr habt dann so ein paar Euro immer gespart. Diese großen Paletten, die praktisch nicht so ganz krass sind, haben so 10 € gekostet. Die kosten normalerweise 13, 14. Also da wurde alles schon so ein bisschen auf Messepreise runter reduziert. Bei Maybelline war ich total enttäuscht, da gab es gar nichts. Da gab es nur auf das eine Produkt, was ihr halt gekauft habt, eine Gravur. Zum Beispiel hättet ihr euch zum Beispiel ein Gigi Hadid einfach mit so einer Jenny drauf gravieren können. Ansonsten gab es nicht so viel, wo ich jetzt sagen könnte, wow. Aber ansonsten muss ich sagen, ich war sehr zufrieden mit der ganzen, mit den ganzen Sachen, die ihr dort so bekommen konntet. Ihr konntet halt sehr, sehr toll, wie zum Beispiel jetzt das Micellenwasser, einfach Neuheiten abstauben für ein paar Euro und konntet halt. Ich habe mir jetzt davon zwei gekauft, Alida drei, weil das ist ja eine ungerade Zahl, das ist immer besser für sie. Und da hat sie sich zwei ins Backup und eins hat sie sich direkt zum, dass wir es benutzen können. Es war sehr, sehr cool. Ihr habt Unmengen an so Beuteln bekommen. Ich habe jetzt hier eine von Sugo Beauty, das ist diese Maskenfirma. Dann habt ihr hier noch die Naturpoesie, DM-Tüte. Dann hatte ich noch von Kongstar noch die Glowbox. Also an Tüten mangelt es euch echt nicht. Tüten kriegt ihr an jeder Ecke geschenkt. Ansonsten muss ich sagen, also für mich hat sich die Glow irrsinnig gelohnt. Es wird jetzt die Tage noch ein Video hochkommen, wo ich euch meine Eindrücke ganz ehrlich und offen erzähle, was ich von der Organisation her fand, weil da gab es ein paar Struggles. Was ich euch auch sagen kann, was ich finde, welche Karten sich lohnt zu kaufen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video euch auch trotz allem wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ja, in diesem Video wurde es auch teilweise etwas ernster, weil ich halt mitgekriegt habe, einfach, dass viele, viele, viele meinen vielleicht, dass man das geschenkt bekommt oder so. Und das ist halt einfach gar nicht so. Also ich habe ganz normal mein Geld mitgenommen, es ausgegeben und es auch sehr gerne ausgegeben, weil ich ja trotzdem gespart habe. Und hiermit wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen, ihr Schätze.